verehren wir 18 Funktionäre, die mindestens seit über 20 Jahren ununterbrochen in einem Verein aktiv sind. 4 Personen können heute sogar auf eine über 40-jährige, 2 auf eine 45-jährige Vereinsarbeit zurückblicken. Eine enorme Leistung, die nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ein wertvolles Gut für unser Gemeinwesen und für unsere Stadt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jubilare, meine sehr verehrten Sportlerinnen und Sportler, verehrte Gäste, liebe Jugendlichen, liebe Kinder, Vereine in ihrer Vielfalt sind ein Gewinn für jede Kommune, ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Gemeinwesens. Die Stadt Penzberg ist an diesem Gewinn, den wir durch ihre Arbeit erzielen, auch in Zukunft stark interessiert. Ich darf Ihnen nochmals ganz herzlich dazu gratulieren und freue mich, Ihnen heute dafür eine Urkunde und eine Auszeichnung überreichen zu können. Ich sage nur, machen Sie weiter so, Glück auf und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Dieser Mann hat Fußballgeschichte geschrieben, denn Herr Karl Wald hat das Elfmeterschießen erfunden. Mitte der 60er Jahre entstand seine Idee, nicht mit dem Los, sondern bei Unentschieden eine sportliche Entscheidung herbeizuführen. Mit Beginn der Saison 1970-71 wurde das Elfmeterschießen zum ersten Mal in Bayern durchgeführt. Nach und nach schlossen sich die Verbände an, zuerst der DFB, dann die UEFA, schließlich 1976 die FIFA. So, dass bei den großen Turnieren wie Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter Spiele durch Elfmeterschießen entschieden wurden. Die Stadt Penzberg ist froh und stolz, Herrn Karl Wald für sein Lebenswerk auszeichnen zu dürfen. Sehr geehrter Herr Wald, ich darf Sie nun zur Ehrung nach vorne bitten und bitte Sie gleichzeitig ein paar Worte zu uns zu sprechen. Was denn? Geht's? Was? Jetzt ja. Jetzt wird er eingeschaltet. Dann noch eine Kiste mit einem französischen Revo aus unserer Partnerstadt. Dazu herzlichen Glückwunsch. 1940 betrat ich zum ersten Mal Penzberger Boden. Ich war von 38 bis Kriegsbeginn in München Soldat, Funker in der Kriegsschule, später der Offiziere in der Funkerei unterrichtet und lernte dann bei meiner Besuche in München in Grafe Lüdenholz meine Frau Therese Bär, die spätere, kennen. Die war beschäftigt im Pavillonbot und zuständig für die beiden Kinder
so bei den Kapellen, die dort spielten, wie Johann Rossa, war das von Getschi und immer die Berühmtheiten. Da war ich immer Stammgast für die Musik. So hat sich was angebaut. 1940 Verlobung und 1940 Hochzeit. Das sind jetzt 67 Jahre, dass ich Fetzberger Bürger bin. Bei der Frühjahrstagung des Bayerischen Fußballverbandes sorgte Präsident Hans Huber, dass wenn die Spiele entschieden werden müssen, grundsätzlich nicht durch Elfmeterschießen. Er war absolut dagegen. Das war so ein verkalkter Präsident, der Vizepräsident vom Deutschen Fußballbund. Er war Präsident vom Süddeutschen Fußball und der erste in Bayern. Bei der Frühjahrstagung des Bayerischen Fußballverbandes sorgte Präsident Hans Huber dafür, dass Änderungen nur von oben nach unten getroffen werden dürfen. Also nur, wenn er das vorschlägt oder einstellt. Da war die Sache dann so. Bei der Verbandstagung war Präsident Huber grundsätzlich dagegen, für den Verbandstag 1970, das war der wunderschöne Sommer, hatte ich die sieben Bezirksfürsten von Würzburg bis Mittenwald, also die sieben Bezirke von Bayern, die für Fußball verantwortlich waren, die hatte ich angeschrieben und antelefoniert, dass sie doch bitte mit Ja stimmen, damit der Antrag, den ich stelle, auch durchgeht. Obwohl Huber wieder laut störte, während meiner Rede sagte ich, Herr Präsident, ich habe sehr diszipliniert Ihren Ausführungen gefolgt und bitte Sie nun zuzuhören, Beifall im Saal, und ich endete, meine Kameraden, geben Sie dem Antrag grünes Licht nach dem Motto, der Erfolg rechtfertigt alles. Dann kam Herr Huber und hat sie eingerichtet für die Wahl. Ich habe die sieben Bezirksvorsitzenden angerufen, doch mit Ja zu stimmen, damit der Vorschlag überhaupt durchgeht. Und dafür stimmten über 60%. Nach meiner Rede für Elfmeterschießen zu stimmen, war Beifall und Zustimmung deutlich, sodass der Präsident Hans Huber 20 Minuten Pause einlegte. Es wurden 30 Minuten und nach 30 Minuten kommt der Präsident Hans Huber mit seinen drei Vizepräsidenten und gibt bekannt, dass ab der neuen Verbandsserie am September nicht mehr mit Losen, sondern mit Elfmeterschießen die Spiele weiter entschieden werden. Beifall im Saal, er war so laut, ich konnte mich da bedanken, das konnte erst nachholen. Interessant waren nur die drei Vizepräsidenten, die oben neben ihm auf der Bühne saßen, die waren immer dafür, was der Präsident sagt, dagegen und dafür. Und die waren auch gegen Elfmeterschießen. Die kamen dann runter zu mir und haben mich umarmt, einer hat mich fast gewusst. So begeistert war er über die Durchführung, dass jetzt mit Elfmeter geschossen wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen allen gute Gesundheit. Sehr viel Erfolg in alle Richtungen. Und was wichtig ist, ich wünsche Ihnen viel Lebensfreude. Vielen Dank. Seine Zeit erzählt und wir wünschen auf alle Fälle genauso wie alle anderen hier im Saal alles erdenklich Gute, Glück auf, bleibt gesund, dass wir uns so oft treffen. Herzlichen Dank.